als Coach zum Millionär. Wie du ein Online-Coaching-Business aufbaust, das dich und deine Familie in die finanzielle und ortsunabhängige Freiheit bringt. Hallo, hier sind Katharina und Chris und heute geht es um das Fundament deiner ersten Million im Coaching-Business. Ja. Ja, das ist wie beim Hausbauen. Ja? Dieser Fundament darf nicht fehlen, sonst baust du ein Haus oder ein Dach ohne Haus auf Sand oder sonst irgendwie im Wasser und es wird nicht halten. Und dein Business soll ja wirklich nachhaltig funktionieren. Dein Business soll ja Jahre bestehen und viele, viele, viele Menschen anziehen, so dass du ja deine Aufgabe, egal wie sie aussieht, nachgehen kannst. Ja, und eins ist klar, selbst das höchste Haus, der höchste Wolkenkratzer in Limassol, in Dubai, New York, ja, kann nicht stehen ohne ein Fundament. Und deswegen ist diese Folge sehr, 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 sehr wichtig für einen jeden Coach. Wir haben so viele Coaches, die zu uns kommen, die starten und gleich Pläne haben und so groß. Und das ist alles wunderbar. Aber wir sagen immer eins, zuallererst musst du das Fundament bauen. Und deswegen ist es richtig, richtig wichtig. Denn das Fundament zu bauen, hier stellst du dein Business auch wirklich auf einen soliden Untergrund. Ja? Hier steht es so, dass es lange hält, dass es nicht bröckelt, ja? Dass du ja, nicht nur zwei, drei oder auch mal mehrere Kunden einmal bekommst, sondern wenn du das Fundament erstellt hast, dann hast du eine Garantie darauf, dass du immer wieder darauf zurückgreifen kannst und dass du immer wieder Kunden bekommst. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Folge. Deswegen stay tuned und spitz die Ohren jetzt. Genau, der erste Schritt in dieser ganzen Phase, es fängt alles und vielleicht magst du es nicht mehr hören, ja? Aber das ist das Fundament von dem Business, darfst du nicht überspringen. Das fängt alles mit deiner Positionierung an. Ja, und zwar mit einer ordentlichen Positionierung, ja. Eine Positionierung und so viel kann man jetzt schon dazu sagen. Wir haben viel schon darüber gesprochen auch, aber jetzt hier nochmal ganz schnell, was ist wichtig bei einer Positionierung? Zum einen, dass sie zu dir passt, dass du da Lust drauf hast. Und da bedarf es oft von Coachings. Wenn die Leute zu uns in Programme kommen, dann geht es erstmal darum, dass du wirklich dein Herz öffnest, dass du verstehst, wofür bin ich denn eigentlich hier? Was ist denn meine Botschaft? Was ist meine Mission auf dieser Welt? Was ist das, was mir wirklich Freude macht? Ja? Was ist der Beitrag, für den Gott mich erschaffen hat? Ja? Oder an was du auch immer glaubst? Ja? Und das Ganze, also wenn du dir dessen klar geworden bist, dann kanalisiert sich das in deiner Positionierung. Das ist der eine Teil, ja, der sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und ohne den geht es nicht. Aber es braucht ja noch einen zweiten Teil für eine richtig gute Positionierung. Und das ist deine klare Botschaft. Ja, das hast du gemeint? Nein, ich habe eine klare Botschaft von vorher, sondern es passt, es müssen auch noch Kunden dafür her. Ne? Absolut. Also es muss eine Marktakzeptanz daher. Es muss eine marktaugliche Positionierung sein, ja. Und vor allem eine Positionierung, wo der Mensch, der damit gemeint ist, auch sich angesprochen fühlt. Ne? Viele entscheiden sich für so romantische, blumige Positionierungen, aber die Menschen sagen, hä, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja, das muss wirklich für diesen Menschen klar verständlich sein. Und es müsste genug Menschen auf den Markt mit diesem Thema sein, dass der Mensch dich hört. Ja, ganz weil genau. Weil so viele Positionierungen verlaufen ins Leere, weil die Menschen das nicht hören können. Entweder sind sie nicht verstehen, noch, ja, die kapieren es nicht, die sind noch nicht so weit. Entweder sind sie noch nicht so weit oder du bist nicht klar genug. Und ich weiß, wie viele Ängste damit einhergehen, dass wenn du dich spitz positionierst und du wirklich diese Klarheit in dir findest und auch diese Klarheit nach außen bringen kannst, dass da keine Menschen da sein werden. Aber das sind alles Ablenkungsmechanismen. Wenn deine Marktpositionierung marktauglich ist, dann kannst du den Markt nicht verfehlen. Und eine Positionierung gehört in Expertenhände, die dir sagen können, die das nachjustieren können und sagen können, so damit können wir rausgehen. Ja, also nochmal kurze Zusammenfassung.
zwei Dinge braucht es, ja? Also nur eins der beiden geht nicht. Das erste ist die Markttauglichkeit und dafür braucht es Experten, die dir auch schon mal sagen können, ändere das nochmal ein bisschen ab, geh hier nochmal ein bisschen drauf ein, ergänze es um das, ja? Und das zweite ist, dass du herausfindest, was ist meine Botschaft, was ist meine Mission, für was bin ich hier, ja? Und woran merkt man das an der Freude? Was macht mir Freude, ja? Und auch da, du wirst es vielleicht denken, naja gut, ich weiß schon, was mir Freude macht, ne? Aber dann kommen die Leute in diesen Zwiespalt. Das macht mir zwar Freude, aber das will ja kein Mensch, ja? Und dafür brauchst du Experten, dass man da etwas findet, ja, was dir richtig Spaß macht, wo du auch Lust hast, länger dran zu arbeiten. Es ist ein Fundament, ja, es wird immer bestehen, ja, und wo du auf der anderen Seite auch eine Markttauglichkeit hast, dass du auch Follower bekommst. Nämlich das ist der nächste Schritt. Der nächste Schritt in dieser Fundamentstrategie, in diesem Fundament, ist nicht jetzt sofort Kunden bekommen, ein Angebot verkaufen. Nein, zuallererst sammelst du mal Follower ein. Und was verstehen wir unter Follower? Unter Follower verstehen wir einen Menschen, der ein Thema hat, wofür du eine Lösung hast. Ja, ein Mensch, der ein Thema hat, was deiner Positionierung entspricht. Ja, also ein Mensch, der sich zu deiner Positionierung committet. Nicht, dass er auch Coach für diese Positionierung ist, sondern der sagt, ich bin ein Betroffener zu dieser Positionierung. Und diese Menschen sammelst du ein. Ja? Und ja, wie macht man das? Durch Posts, durch Beiträge, durch bezahlte Ads. Ja? Überall da, wo du Menschen ansprechen kannst, gehst du damit raus, wirst damit sichtbar und ziehst dadurch ganz automatisch die richtigen Follower an. Manche haben bei Instagram 100.000 Follower, ja, aber das sind nicht die richtigen, ja. Also die haben vielleicht mal ein Video gemacht, wo sie sich die Haare blond gefärbt haben oder gebleicht haben oder wo sie trainiert haben und so einen Arm haben oder was sehr lustig war, ja. Dann haben die viele Follower. Die haben etwas Virales geschaffen, aber von diesen Followern, das sind nicht diese Follower, von denen wir reden. Unsere Follower sind potenzielle Kunden, sind sehr, sehr interessiert, ein Coaching bei dir zu buchen, ohne dass du es ihnen schon angeboten hast, sondern die haben sich einfach nur zu diesem Thema committed, ja? Die sind Betroffene deiner Positionierung. Ja, und damit hast du sozusagen den ersten Proof of Concept geschafft, dass du sagst, okay, meine Positionierung ist markttauglich und meine Botschaft wird gehört und verstanden. Deswegen ist es auch einer der wichtigsten Schritte, wirklich erstmal anfangen, die Leute anzuziehen, ohne denen erstmal was anzubieten, damit du sagen kannst, ich hab's raus. Ja, sprachlich habe ich es raus, ich spreche ihre Sprache. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das der Moment, das Ganze nachzuschärfen, zu lernen. Wie spricht deine Zielgruppe, deine Follower über ihre Probleme? Was haben sie wirklich für Wünsche, bewusste Wünsche? Nicht die Sachen, wo du weißt, sie brauchen, sondern was sie für sich denken, was sie brauchen. Denn nur dann, wenn du das triffst, diesen goldenen Punkt triffst, dann wird deine Botschaft gehört. Und es ist so, so wertvoll, diese Zeit nicht zu überspringen, sondern da wirklich ins Lernen einzutauchen, in diese Menschen einzutauchen, mit denen zu kommunizieren, was man perfekt bei Social Media machen kann, um halt eben wirklich deine Botschaft nochmal zu schärfen, um deine Sprache anzupassen. Ja, und dann bist du ready für den dritten Schritt. Das ist dein unwiderstehliches Angebot finden. Und jetzt muss man sich das folgendermaßen vorstellen. Du hast Follower, die deiner Positionierung entsprechen. Wir haben eben gerade gesagt, das bedeutet nicht, dass sie dieselbe Positionierung anbieten, sondern dass sie eigentlich Betroffene sind von der Lösung, die du anbieten willst, durch dein Angebot. Aber du hast jetzt nochmal eine andere Chance. Du gehst nicht im Schritt 2 nach der Positionierung gleich mit dem Angebot raus und findest die Follower, sondern nein, du sammelst sie nur ein, wie so eine Selbsthilfegruppe, ja, so, also auch, wir machen das ja auch durch Facebook-Gruppen, da kommen Leute rein, ja, wir sind hier, ich bin auch eine Mama, mein Kind schläft nicht durch, dann gehe ich mal in diese Gruppe rein. Da sammelst du sie erstmal, ja, und dann findest du dein unwiderstehliches Angebot, denn du hast jetzt nun plötzlich etwas, wo sich fast jede Industrie da draußen, ja, die Finger nachlecken würde,
Ja? Du kannst jetzt nämlich, bevor du dein Angebot erstellst, ja, bevor du ein Programm kreierst für die Kunden, kannst du mit den Betroffenen in Interaktion gehen und du kannst dir rausfinden, was wünschen sie sich denn ganz genau, ja? Welche Art von Lösung würden sie sich denn voll wünschen, was für Herausforderungen haben sie denn und warum gehen denn manche Lösungen funktionieren einfach nicht bei ihnen, ja? Solche Fragen kannst du denen stellen und dann hast du, wenn du diese Fragen beantwortet bekommen hast von deinen Followern durch die Interaktionen in den Gruppen, hast du alles, was du brauchst, um ein unwiderstehliches Angebot zu erstellen. Weil du erstellst dieses Angebot dann mit deinen Followern zusammen. Sie können, wenn sie dir erst sagen, sie möchten unbedingt, keine Ahnung, ein rotes Fahrrad haben, dann werden sie nachher, wenn du rote Fahrräder produzierst, auch das kaufen, weil es ihre Lieblingsfarbe hat. Und genau so ist es auch mit deiner Begleitung, mit deinem Coaching-Programm. Du kannst das alles reinpacken, was sie haben möchten. Und so wird es unwiderstehlich. Ja, also es wird nicht unwiderstehlich, weil du da, ich weiß es nicht, tolle Coachings gibst oder noch irgendwie ein Goodie oben drauf packst oder ein 5-Sterne-Hotel dazu buchst oder einen Rabatt gibst, ja. Sondern es wird für die Menschen unwiderstehlich, die bei dir da sind, die bereits bei dir da sind, die du kennengelernt hast, die du erforscht hast, ja, für diese Menschen wird es unwiderstehlich. Und dann ist es logisch, und hier kommen wir auch zum vierten Punkt, es ist logisch, dass du dieses Angebot an diese Menschen auch verkaufen kannst, ohne jetzt großartig was verstellen zu müssen. Die Kunden, die wir in diesem Grundprogramm von uns in der Soul Business Mastery begleiten, die machen genau das. Ja, und sie kriegen bereits Nachrichten, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten. Die führen ein Gespräch und schon springen die Leute in ihr Programm, was gestaltet worden ist. Ja? Ja. Das ist jetzt nicht so verkaufen, wo du noch irgendwelche Tricks lernen musst. Verkaufstechniken und dies und das und jenes. Hey, wenn du das hast, was die haben wollen und du hast vielleicht 100 Follower oder 300 Follower, dann ist es machbar. Und überleg dir das jetzt mal, Monat für Monat 2 bis 3, 4, 5 Kunden zu finden. Und es ist vor allen Dingen machbar, nicht nur irgendwelche Kunden zu finden, die du jetzt so zum Hausfrauentarif für 50 Euro die Stunde coachst. Nein, es ist unter 100 Leuten möglich, diese 2, 3, 4, 5 Kunden zu finden, die dich dafür auch noch hochpreisig bezahlen. Und deswegen sind unsere Kunden fünfstellig schon in diesem ersten Grundprogramm, wo sie ihr Fundament erstellen. Ja, und was bedeutet das denn überhaupt? Es geht ja hier um die Millionen. Ja? Du wirst jetzt denken, ja, okay, jetzt habe ich das Fundament und dann mache ich jetzt hier meine gerne 7.000, 8.000 oder auch 15.000 Euro oder was es auch immer ist, ja. Es ist das Fundament und du hast dann dein Proof of Concept. Und das ist so, so wichtig, diesen Proof of Concept zu haben. Jetzt fühl dich mal rein. Du hast ein Produkt erschaffen, egal wie das bei dir aussieht, sei es ein Online-Kurs, sei es eine 1-zu-1-Begleitung, sei es ein Retreat oder was auch immer. Du hast ein Angebot, dass du zu 100% dir sicher bist, dass du das, ich sage jetzt mal, an den Mann bringen kannst. Geh mal in dieses Gefühl rein, was das dir für Sicherheit bringt, was dir das für Standing bringt, zu sagen, ich habe hier einen Schatz, wo ich weiß, mit meinen Posts, mit meinen Videos, mit meinen Ads, kann ich die Leute ansprechen, die genau das brauchen, die genau danach gesucht haben und dass ich jederzeit Kunden bekommen kann. Und wir sagen immer, dieser Prozess, diese Phase ist abgeschlossen. Wenn du 1, 2, 3 Kunden gefunden hast, dann bist du ready. Dann hast du diesen Proof of Concept und du hast schon in den meisten Fällen ja über 10.000 Euro damit verdient. Ja. Ja, und dann darf es weitergehen. Ja. Und wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Video. Wenn dich das interessiert und wenn du jetzt sagst, wow, so einfach ist es. Vielleicht denkst du, hä, ist wirklich so einfach? Ja, es ist verdammt nochmal so einfach. Es geht, auch eins ist klar, es braucht eine Begleitung. Und wir begleiten dich auch
6 Monate lang in diesem Prozess, allein die Positionierung zu finden, das kann innerhalb von 3 Tagen passiert sein, das kann auch mal 2-3 Wochen dauern, ja. Und so hast du in jedem Schritt hast du Zeit, bis du wirklich diesen Proof of Concept erstellt hast, ja. Und wenn dich das interessiert, wenn du das jetzt auch möchtest, vielleicht schaust du das gerade an und denkst, Mensch, ich bin ein Coach und ich versuche das jetzt schon so lange und irgendwie haut es nicht hin und ich habe das mir angeguckt und das probiert und jenes probiert, buch den Gespräch bei uns. Ja? Vielleicht bist du auch jemand, der gerade jetzt anfängt und sagt, wow, wenn, dann mache ich es gleich richtig, dann buch dir auch ein Gespräch bei uns. Ja, und in diesem Gespräch schauen wir einfach, was du schon mitbringst. Ja? Was hast du bereits, was für Gedanken du zu deiner Positionierung hast und wie wir dich dabei unterstützen können. Ja. Also, den Link findest du in den Kommentaren zu dieser Folge. Ja. Buch dir ein Gespräch und lass dir dann einfach helfen. Und sei nicht schüchtern, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe aber noch gar nichts. Auch das mit diesem... Wir sind genau mit dieser Strategie gestartet und uns kannte kein Schwein da draußen. Wir hatten nichts, keine Bekanntheit. Katharina hat damals eine E-Mail-Liste, ich hatte nicht mal eine E-Mail-Liste. Katharina hat eine E-Mail-Liste gehabt mit 80 Menschen. Und die meisten waren so, die kannten wir von Seminaren oder irgendwie sowas, ja. Also, und das ist hier auch der Unterschied zu allen, wie soll ich sagen, Marketing-Erfolgstrainern da draußen, die so rumspringen, auch die ganz Großen und so weiter. Bei uns lernst du wirklich, wie du es von null, wir haben es von null gemacht. Vor 6 Jahren kannte uns niemand. Ja. Und wir haben innerhalb der ersten 6 Wochen 40.000 Euro verdient und haben innerhalb der ersten 5 Monate den ersten 100.000er Monat gemacht. Innerhalb von da an, innerhalb von 13 Monaten, die erste Million verdient. Ja, und wie es weitergeht zur Million, erfährst du im nächsten Video übrigens. Wir sehen uns dann. Tschüss. Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte uns mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Denn sharing is caring. Ja, wir freuen uns riesig, dich auch wieder in unserer nächsten Folge zu begrüßen. Wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne.